Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Never Ending Silence. Ich meine natürlich The Moment of Silence. Es fühlt sich nur an, als würde das Spiel hier nie enden. Ja, wir sind immer noch im Gefängnis, haben letzte Folge auch einen Vogel fangen können, den Peter aber direkt wieder freilässt, sobald man den Zellentrakt betritt. Und ich mir jetzt einfach auf die Pritsche. Die oberen Zellen gehen zu. Wenn mich nicht alles täuscht, gehen die Zellen unserer Etage gleich auf. Was hat mir das? Hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Kann ich dir Brot Okay, geben? du siehst unten nach den Türen, ich mache die hier im Gang. Und bleib ganz ruhig, in Ordnung. Atmen, okay? Kommen Sie raus, Wright. Ich muss Ihre Zelle kontrollieren. So. Mütze, kann ich da Brot rein? Lieber nicht. Ich bekomme garantiert Ärger, wenn ich einfach seine Mütze nehme. Ah, Mann. Was muss ich auch machen, wenn der. Nur die Tür, Harry. Nur die Tür. Eine steinharte Holzpritsche. Das hat mir ja mal gar nichts gebracht. Ah, doch, Brett ist nicht da. Geh in Brett Zelle. Geh in seine Zelle. Schnapp dir den. Brett Gucken. merkt hoffentlich nicht, dass ich mich hier bediene. Ketchup aufs Brot? Nein. So, jetzt ist die Frage. Gehe ich auf den Hof? Ah, nee, Brett ist ja jetzt auf dem Hof, dann kann ich gar nicht dahin, oder? Ich versuch's mal. Sollte ich speichern? Kann man hier sterben? Ich glaube zwar nicht, aber ich speichere mal trotzdem. Okay, an die Ketchupflasche zu kommen, war dann doch einfacher wie gedacht. Da habe ich mich dann letzte Folge tatsächlich ein bisschen umsonst abgemüht. Nö, Brett ist scheinbar nicht auf dem Hof. So. Was passiert denn jetzt, wenn ich dich so anlocke und den Ketchup noch in der Tasche habe? So, kann ich Ketchup auf Vogel oder Vogel auf Ketchup verwenden? Nee, kann ich nicht. Das heißt, der Vogel wird erst später irgendeine Bedeutung haben. Aber wo ist denn Brett? Brett tot? Nein. Ich war jetzt felsenfest davon überzeugt, dass Brett jetzt hier wäre. So, ich versuche jetzt hier nicht wieder 10.000 Sachen mit dem Vogel zu machen. So, man geht einfach wieder in den Zellentrakt. Bräuner, irgendwas anderes. Eine Bombe oder sonst was, die ich dann an dem Vogel heften kann, obwohl das hat der arme Vogel nicht verdient. Meine, die Scheißwachmänner, die kann man ja ruhig in die Luft jagen. Nein, Spaß. Das sind ja, wie Peter schon festgestellt hat, eigentlich auch alles nur psychisch kranke Schweine. Arme Schweine meine ich damit. Officer Smith. Officer Burton? Was gibt's denn, mein Junge? Ich hätte ein paar Fragen. Aber natürlich. Ja, das hatten wir schon mal. Danke Okay. erstmal. Okay. Ich wollte eigentlich gucken, ob man ihn wegen Brett fragen kann, weil ich das ein bisschen komisch finde, wo der jetzt abgeblieben ist. Neben Bretts Zelle wollte ich jetzt. Kann ich dann doch was mitnehmen? Sicherheit geht vor. Sanitäre Anlagen kann ich mir auch bei Brett anschauen. Eigentlich ist mir egal, wo Brett hinpisst. So. Starten wir mal einen neuen Tag. Wir haben ja scheinbar ewig Zeit. Die oberen Zellen gehen zu. Das habe ich ja schon. Officer, kann ich Sie noch mal kurz sprechen? Das wird langsam zur Gewohnheit, Wright. Sie gehen mir auf die Nerven. Was gibt's? Dass man auf die Nerven gehen, beruht auf Gegenseitigkeit. Das wär's. Sonst noch dumme Fragen? Nein, das wäre es, Sir. Also, auf ein neues. Alles klar?
Kommen Sie raus, Wright. Ich muss Ihre Zelle kontrollieren. Jetzt muss ich bestimmt den Ketchup mit dem Hut verwenden. Was mir das bringt, ich habe keine Ahnung. Höchstwahrscheinlich werde ich gleich sterben und das Spiel ist vorbei. Fände ich sogar gar nicht so schlecht. Okay. Ja, er ist ohnmächtig geworden. Mein Gott, raus mit dir. Officer Smith, klau ihm die Schlüssel, wenn er welche hat. Er hat einen Schlüssel. Ich speichere. Ich weiß, ich kann übrigens wahrscheinlich nicht sterben. So, soll ich mal eben nach Brett schauen? Nee, Brett ist noch nicht wieder da. Dass Brett jetzt irgendwie zum Tode verurteilt worden ist, das wäre jetzt irgendwie scheiße. So, Officer Smith, der kann gerne da weiter rumliegen. Das ist ja der einzige Raum, wo ich den Schlüssel verwenden kann. Mit dem Ketchup dachte der hat bestimmt irgendwie, der würde jetzt am Kopf bluten oder sonst was. Da wären wir. Sieht ja fast wohnlich aus hier drin. Ich muss mich beeilen. Ich muss mich beeilen, heißt, ich habe wirklich... Natürlich abgeschlossen. Mist. Vor allem typisch Kator. Geht zuerst zum Waffenschrank. Wohin auch sonst. So, er spinnt. Ja, Peter beeilt. Nichts zu machen. Er ist abgeschlossen. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Monitore. Monitore? Peter, wo gehst Eine du hin? Monitorkonsole. Man kann genau sehen, was in den verschiedenen Trakten gerade los ist. Fenster. Noch ist alles ruhig da draußen. Aber ich habe höchstens noch Minuten. Mr. Longneck. So, mein Lieber. Jetzt bist du befreit von deinen Qualen. Und von der schlechten Gesellschaft, in der du hängen musstest. Bin ich jetzt nur für denjenigen gekommen? Kann ich den hier noch verwenden? Scheinbar schon. Zeig mir nichts anderes an. Dann hau ich mal ab. Steck mal schnell den Schlüssel wieder Officer Smith zu. Noch nicht. Noch nicht. Ach, ich hab jetzt... Okay, ich hab mir diesen Faden von Mr. Longneck abgemacht. Vielleicht kann ich damit... Ach, schon beim Gedanken daran wird's mir ganz anders. Aber es muss sein. Es muss sein. Ach, will er Smith umbringen? Halt, 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 halt. Tatsächlich? Nee. Oh, ich dachte schon. Wer denn dann machen? Will er den Vogel umbringen? Nein, das will ich nicht. Ich meine, wovon sollte ihm sonst schlecht werden? Oh Gott, er will bestimmt den Arm. Oh nein. Das kann ich nicht. Also Menschen erdrosseln, das geht ja noch, aber ein Vogel? Es geht zu weit. Dachte eigentlich irgendwie die Puppe an den Vogel dranhängen oder sonst was. Nein, er macht zum Glück nicht. Ah. Okay, yes. Ich habe mir diesen Faden von Mr. Longneck abgemacht. Vielleicht kann ich damit... Ach, schon beim Gedanken daran wird's mir ganz anders. Aber es muss sein. Es muss sein. Hey, jetzt verstehe ich doch nicht, das ist also Mr. Longneck. Eine makabre Sorte Humor, den diese Officers haben. Okay, jetzt verstehe ich doch nicht so ganz... Ich meine, ich bin froh, dass er den Vogel nicht umbringt, aber... Er will Smith nicht umbringen? Ja gut, Smith umzubringen wäre auch dumm. Ja komm, dann flieg schnell wieder, kleiner Vogel. Ich damit irgendwas bei den Sanitäranlagen machen? Ich hab grad echt keine Ahnung. Das verwirrt mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen... Red Zelle... Ketchup wieder abstellen. Ja, da, nö.
Jesus. Sanitäre Anlagen. Damit kann ich die nicht benutzen. Aber was will ich denn mit den sanitären Anlagen überhaupt machen? Kita-Zelle. Sanitäre Anlage. Was könnte denn damit machen? Pritsche, ja, macht keinen Sinn, ich weiß. Mal anschauen. Noch nicht. Im Schlüssel will er ihn noch nicht zurückgeben. Was muss denn sein? Mein Gedanken wird mir schlecht. Spind. Fenster. Mikrofon. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Genauso gut könnte ich auch gleich melden, dass ich ausbrechen will. Ja klar, aber... Mit dem Mikrofon machen die Officers hier ihre Durchsagen. Kann ich denn... Der Mr. Longneck, kann ich da... Dingens... Was hat Peter denn jetzt vor? Ach! Das ist wieder... Das ist schon wieder sowas Absurdes. Vermutlich ist da drin die Privatkleidung eines Officers. Oder einer Ersatzuniform. Die könnte ich gut gebrauchen. Könnte ich damit... Schloss knacken damit ist schlecht. Schlüssel. Ketchup. Nichts zu machen. Ja, der ist abgeschlossen. Ja, was... Natürlich. Und was mit dem Waffenschrank? Die Schnur mit dem Baum? Ich habe echt gar keine Ahnung. Es wäre eigentlich ein bisschen seltsam. Vor allem gibt es da nicht noch irgendwas Nützlicheres als diesen Mr. Longneck? So, ich fange mal wieder den Vogel. Ich denke mir so, eigentlich dürfte der uns null vertrauen. Also in echt, weil so wie wir den jetzt schon gefangen haben... Da würde der eigentlich schon abhauen, wenn er uns nur sieht. Aber lassen wir das mal. Irgendwas ist doch mit dem Baum. Kannst mir nie erzählen, dass der komplett sinnfrei wäre. So, Baum. Nee, er macht natürlich nichts damit. So, nochmal da ranzukommen. Die Flasche Cap. Was? Häftling 1478 White, berühren Sie nicht die Mauer oder wir eröffnen das Feuer. Was hat er mit der Flasche Ketchup? Mann, kann er das nochmal sagen? Ach, das ist... Flasche Ketchup von Brett. Ach nee, ich habe das mit rechts weggeklickt und dann, dann kam der da nur, Dach gerade. Hey, was soll ich denn jetzt hier machen? Flasche Ketchup von Brett. Ja, Flasche Ketchup, hier, toll. Hey, was kann ich denn... Zum Beispiel, wozu will ich den Vogel immer? Ah, es ist bestimmt wieder alles so offensichtlich. Warte mal, bleib mal hier.
Ja, trotzdem will er den Vogel nicht. Da bin ich auch froh drüber. Wird ja auch nichts bringen. Aber was finde ich denn... Was denn zum Beispiel... Was muss ich dann mit dem Smith machen? So, da zeigt er mir... Und wenn ich jetzt hier länger gedrückt halte, zeigt er mir nichts weiter an. Wachraum, Gittertür. So, jetzt aber schnell, bevor er wieder zu sich kommt. Ach Gott, bin ich doof. Achso, oh, jetzt habe ich die wieder. Ich wollte die so, eigentlich abschließen. Jetzt aber schnell, bevor er wieder zu sich kommt. Ich wollte die eigentlich nur abschließen. Entschuldigung, Alter, ist Peter, dass er nicht von selber macht, ist auch schon dumm. So. Okay, ich hab mir dieses. Vielleicht kann ich damit. Aber es muss. Soll ich da jetzt beim nächsten Mal Nein, er macht ja auch keinen Sinn, wenn ich beim nächsten Mal versuche. Was? Ich dachte gerade, der hätte mir nochmal irgendwie. Er hat eine Flasche Ketchup zum Essen. Beneidenswert. Okay, ein kleiner Bug. Kann mir immer noch den Ketchup anschauen. Das Einzige, wovor er sich mit dem Faden irgendwie ekeln könnte, wäre doch echt was zu erdrosseln. Ich will den Vogel nicht erdrosseln, aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist ja jetzt der Trigger gesetzt dadurch, dass ich jetzt Smith den Schlüssel wiedergegeben habe. Aber das mit der Tür fand ich zum Beispiel wieder... Klar, das ist logisch, aber warum macht Peter die denn nicht selber zu? Nein. Gut, er will immer noch nicht den Vogel. Will ich dann beim nächsten Mal Smith irgendwie ermorden? Aber das macht ja... Macht doch auch überhaupt keinen Sinn. Ich geh nochmal rein... Und dann lege ich mich nochmal schlafen. Ich meine, viele Möglichkeiten habe ich hier ja eigentlich nicht. So, Pritsche. Die oberen Zellen gehen zu. Wenn mich nicht alles täuscht, gehen die Zellen unserer Etage gleich auf. Kann ich Officer Burton? Nein. Wer auch viel zu einfach gewesen. Ah, ich muss einfach nur aufs Türgitter drücken. Er kommt nicht mehr, um unsere Zellen zu inspizieren. Nein, ohne den... Das, Brad ist auch nicht wieder da. Irgendwie gehen mir ja echt die Optionen aus. Ihr seid schon mit dem Ketchup verbunden. Ja, geh alles raus. Aber wenn ich jetzt da hingehe, dann haut er einfach nur ab. So, komm mal her. Ja, ich weiß, ich bin ein furchtbarer Mensch, dass ich das immer versuche, aber mir gehen ja echt die Optionen aus. Irgendwas muss ich doch mit dem Vogel machen können.
Das auf jeden Fall. Kann ich ihm die Puppe, kann ich ihm Ketchup geben? Ich hab's ja schon alles 10.000 Mal. Wofür brauche ich den denn? Für irgendwas muss ich den doch mal brauchen. Starten wir mal wieder in den Tag neu und dann versuche ich nochmal mit Burton zu reden. Schon mal irgend so ein Mini-Hotspot übersehen. Mit dem Vogel. Pritsche. Die oberen Zellen. So, Officer. Kann ich Sie nochmal kurz sprechen? Das wird langsam zu. Was? Ich habe eine Frage zu Ihrem Kollegen. Ich habe eine Frage zu Ihrem Kollegen, Sir. Und? Wo ist Officer Smith? Wo ist Officer Smith? Er hat sich krank gemeldet, Wright. Es ist eine verdammt seltsame Sache passiert, als er hier bei Ihnen war. Ja, ich glaube, er hat sich Ketchup über den Kopf geschüttet, oder? Warum hat er das eigentlich gemacht? Er kann sich an nichts mehr erinnern. Der Schock. Als die Zellentür knallte und das rote Zeug an ihm herunterlief, dachte er, man hätte auf ihn geschossen. Sie haben nicht zufällig was damit zu tun, oder? Ich? Nein, nein, Sir, bestimmt nicht. Vielleicht ist das drüben bei Brett passiert und ein dummer Zufall. Ich werde ein Auge auf Sie haben, Wright. Klar? Ja, Sir, völlig klar, Sir. Da wäre noch etwas. Das war's. Sonst noch dumme Fragen? Nein, das wäre es, Sir. Er haut einfach ab. Das ist... Muss ich ihn auch mit Ketchup ärgern? Warum ist Brett nicht mehr da? Und wozu kann ich immer diese beschissenen sanitären Anlagen begutachten? Ja. Wow. Also eben nochmal die Pritsche. Die oberen Zellen. So, kann ich ihn mit Ketchup beschmieren? Ach. Irgendwas muss ich doch machen können, solange der hier steht. Warum? Ich habe gar nichts gemacht. Hä? Das kapiere ich nicht, um ehrlich zu sein. So, die Gittertür, mit der kann ich ja eh nichts machen. Ich habe ja den Schlüssel nicht. Habe ich ja Smith wiedergegeben. Das Brettzelle. Ich will nicht schon wieder in den Lösungen gucken. Es bleibt ja eigentlich nur... So, hier zeigt er mir auch nur den Vogel als benutzbar an. Schnapp ihn hier einfach mal wieder. So was mache ich jetzt zum Beispiel. Man kriegt zum Beispiel wieder nicht den leisesten Hinweis darauf, was man überhaupt tun soll. Zum Beispiel, warum nehme ich immer den Vogel mit? Hey, Ketchup schon hiermit versucht. Damit. Ein Vogel mit dem Wachturm habe ich schon. Das mit dem Wachturm. Das an dem Baum. Der Baum darf in einer bestimmten Position sein. Ach, das muss da irgendwas hier bringen. Ich
kann auch die Mauer nicht mehr anwählen. Ja, ich weiß, Zeit abgelaufen. Ah, ich sag hier tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play The Moment of Silence und bis dahin, macht's gut.